Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Denn es ist ein neues Update rausgekommen für die Early Access Version. Und zwar das Early Access Update 1.0.3. Und dieses bringt wieder neue Funktionen ins Spiel, die ich mir mal mit euch gemeinsam angucken möchte. Denn als allererstes wurde das Feeding-System überarbeitet. Also das Ganze mit den Futterspendern. Und ja, wie man halt die Tiere mit Futter versorgt. Da kann man ja nämlich so einen Futterspender halt platzieren. Und dann kann man dort jetzt auswählen, welches Futter angeboten wird. Ging vorher auch schon. Allerdings sind jetzt, glaube ich, Fisch und Insekten dazugekommen. Normalerweise sollte auch noch Kibbel dabei sein, also Trockenfutter. Aber das sehe ich irgendwie noch nicht. Stand aber eigentlich auch mit drin. Aber ist ja schon mal sehr, sehr interessant. Weil verschiedene Tiere brauchen dann natürlich verschiedene Futter- und Nahrungsquellen. Ich weiß gar nicht, welches Tierchen Insekten frisst. Werden wir bestimmt dann noch rausfinden. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was mega neu ist. Sondern ist es halt jetzt so, dass wirklich die Vorräte verbraucht werden. Also man hat halt eine bestimmte Rationsmenge nur im Lager. Und man muss sich dann jetzt auch schon darum kümmern, dass man immer genug im Lager hat, damit das auch immer wieder automatisch aufgefüllt werden kann. Das kann man hier oben machen, bei dem Nursery ist es, glaube ich. Ah ne, hier, bei diesem Dinosaurier-Symbol. Und dann kann man hier auf die Tierübersicht gehen. Und hier würde man dann auch sehen, wie viele Dinosaurier man hat, wie viele Säugetiere man hat. Und ich glaube, die würden dann auch hier aufgelistet werden. Aber das ist jetzt gar nicht interessant, denn es geht ja um das ja, Futter. Und das sehen wir hier unten. Hier kann man das nämlich genau sehen. Das sind Pflanzen, Früchte. Hier steht Kibbel jetzt auch bei. Ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht auswählen konnte. Aber das ist halt das Trockenfutter. Und dann kann man immer ganz gut sehen, wie viel noch auf Vorrat ist. Hier ist jetzt zum Beispiel noch 19 von 100 auf Vorrat. Weil da habe ich vorhin schon eine Bestellung gemacht. Und man muss halt immer gucken, dass das nicht leer wird. Weil so eine Bestellung zu tätigen, dauert auch eine bestimmte Zeit. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier für Früchte eine Bestellung tätigen. Dann würde auch die Kosten hier stehen. Und dann kann ich auch die Menge einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein ordere, wird es logischerweise günstiger. Und wenn ich 10 ordere, wird es dementsprechend teurer. Und das Ganze dauert einen Monat zu liefern. Ich mache jetzt einfach mal so eine Bestellung von Früchten. Und dann seht ihr auch den Balken, der geht dann voran. Und nach dieser Zeit ist das Lager dann um 10 weiter aufgefüllt. Und jedes Mal, wenn dieser Futterspender leer ist und wieder aufgefüllt wird, dann wird logischerweise eine Einheit verbraucht. Und ja, das passiert automatisch. Sobald das leer gefuttert wurde, wird das wieder aufgefüllt. Aber dann muss man halt immer gucken, dass in diesem Lager halt genug vorhanden ist. Also man muss am besten immer diese Zahl relativ hoch halten, damit die Tiere auch nicht irgendwann nichts mehr haben. Als nächstes sind auch noch Benachrichtigungen hier oben hinzugekommen, Notifications. Da stehen halt alle Sachen, die gemacht werden müssen und wo gerade halt irgendwas schief läuft oder so und wo man mal vorbeischauen sollte. Ist jetzt hier das Lager zum Beispiel. Running low. Also da scheint hier schon alles noch zu niedrig zu sein. Da hätte ich dann vielleicht mal alles ordern sollen. Aber ist natürlich ganz praktisch, dass die Sachen jetzt auch angezeigt werden, damit man das nicht übersieht. Und man kann hier unten auch einstellen, dass man das zum Beispiel nicht angezeigt haben möchte. Also diese Nahrungssachen. Genau wie Gehegesachen kann man ausstellen. Sachen, die mit Gebäuden zu tun haben. Und später dann auch mit Energie, Gästen und anderen Dingen. Und man kann auch das Audio hier ausstellen. Also sobald da was Neues kommt, kommt da auch so ein Sound, damit man das nicht übersieht. Also ist wirklich super praktisch. Und wenn man die gesehen hat, kann man auch hier das Ganze clearen und dann sind die weg. Und dann sieht man halt nur, wenn wieder neue Sachen auftauchen. Als nächstes haben wir neue, unsichtbare Barrieren. Das wurde wirklich Zeit. Die habe ich sehr vermisst. Habe ich mir super gewünscht für das Spiel. Und jetzt sind sie auch gekommen. Mega, mega praktisch. Also die sieht man gleich gar nicht, wenn ich aus dem Baumodus rausgehe. Aber die sind noch da. Sobald ich hier wieder reingehe, sieht man die auch. Aber die werden sonst logischerweise nicht angezeigt. Und die kann man auch kombinieren mit ganz normalen Barrieren zum Beispiel. Und dann hat man nämlich jetzt auch endlich mal die Möglichkeit, so ein Stück selber abzustecken. Zum Beispiel mit Felsen. Das können wir mal ganz schnell machen. Ist übrigens auch wichtig, weil die Tiere würden hier durchlaufen. Also die sehen das nicht einfach irgendwie als unsichtbare Barriere und bleiben dann da drin. Sondern man muss dann wirklich dafür sorgen, dass man da irgendwas vorbaut. Wir machen jetzt einfach mal ganz stumpf eine Felswand schnell davor. Muss jetzt ja auch nicht schön aussehen. Aber das Ganze würde dann halt auch so funktionieren. Und dann sieht das Spiel das auch als Gehege an. Bin ja sowieso immer ein Fan von natürlichen Barrieren. Und deswegen habe ich mir das auch so sehr gewünscht. Weil Gehege werden ja auch immer markiert.
Und dann bekommen die auch eine Bewertung und sowas. Und man muss halt gucken, dass die sauber sind. Und das hat halt vorher nicht funktioniert, wenn man nicht komplett drumherum so eine Barriere hatte. Und das ging halt an bestimmten Stellen dann optisch nicht. Und jetzt mit der unsichtbaren Barriere ist es möglich. So, ich habe jetzt mal zwei Wollnashörner freigelassen. Und die sollten hier hoffentlich jetzt nicht mehr rauslaufen. Was fressen Wollnashörner eigentlich? Bestimmt Pflanzen, ne? Aber das sollte eigentlich funktionieren. Also, die können halt hier jetzt durch die Felsen nicht durchlaufen. Man kann natürlich auch Baumstämme nehmen oder anderes. Aber ist halt echt schön, dass man jetzt die Möglichkeit hat, das Ganze mit einer unsichtbaren Barriere zu machen, damit das Gehege auch noch funktioniert. Und jetzt seht ihr auch, hier ist ein Score. Und das funktioniert alles einwandfrei. Also ist echt mega, mega gut. Und wir können auch dann direkt zum nächsten Punkt eigentlich kommen. Denn es gibt jetzt so kleinere Animal Nurseries, heißen die. Also diese Brutstätten. Es gibt da ja verschiedene Fertigdinger zum Beispiel auch. Wo haben wir das denn hier, ne? Oder da? Ach, hier haben wir es. Infrastruktur. Also da gibt es natürlich einmal das riesige Ding. Da kann man dann wirklich auch alles ausbrüten. Das ist ja auch dann echt schon fertig gebautes Gebäude so. Nimmt natürlich viel Platz weg. Aber man könnte zum Beispiel auch diese Variante nehmen. Ist auch so ein Fertiggebäude, ein bisschen kleiner. Oder man baut das halt selber. Weil an sich ist die Nursery nur so ein Kasten. Und den kann man dann natürlich einkleiden, wie man möchte, mit einem Gebäude. Das ist jetzt zum Beispiel die große Variante. Dort hat man dann auch die Möglichkeit, eigentlich alles, wenn ich es richtig anklicken würde hier mal. So, jetzt. Dann hat man hier auch die Möglichkeit, alle Lebewesen freizulassen. Auch die ganz großen, zum Beispiel hier den Brachiosaurus oder den Argentinosaurus. Den können wir ausbrüten. Und die verschiedenen Nurseries haben hier auch eine unterschiedliche Anzahl an Slots. Also eine unterschiedliche Größe, was die so lagern können an Dinosauriern. Das hat jetzt hier geklappt. Ist natürlich jetzt viel zu groß für das Gehege, aber macht ja nichts. Aber wir können ja auch nochmal schnell die anderen bauen. Nämlich einmal diese hier. Das ist jetzt die kleine. Nee, das ist Medium, okay. Oh, und die kleine ist ja viel, viel kleiner. Okay, krass. Der Unterschied ist natürlich insane, ne? Aber wir können jetzt mal in die mittlere reingehen. Und die hinbekommen. Natürlich ist in der Gruppe das nicht gut. Müssen wir mal eben splitten. So. Und dann gehen wir mal in die mittlere rein. Und dann können wir da auch sehen, es ist hier nicht möglich, in der mittleren alle Dinosaurier auszubrüten. Zum Beispiel die Sauropoden, wie den Argentinosaurus, den ich gerade gemacht habe. Der geht in dieser Nursery nicht, weil die einfach zu klein ist. Und die hat zum Beispiel auch nur 10 Slots statt 15 Slots. Und bei der ganz kleinen fallen dann noch mehr Dinosaurier weg. Oder Urzeitlebewesen. Also sogar einige. Also hier kann man dann wirklich nur die ganz kleinen freilassen oder die relativ kleinen Dinosaurier. Ihr seht ja überall, wo dieses Ausrufezeichen ist. Die kann man hier nicht ausbrüten. Da muss man sich dann gut überlegen. Und hier sind auch nur 5 Slots drin. Aber ist ja ganz cool, dass man da die Wahl halt hat, welche Größe man verwenden möchte. Es gibt jetzt auch ein neues Bug-Report-Tool. Wenn man Escape drückt, kann man das hier auswählen. Und dort kann man dann ganz einfach, wenn man irgendwie einen Bug findet oder irgendwas, was einen stört, findet, das Ganze hier abschicken. Also erstmal das benennen, dann beschreiben. Dann kann man hier auch noch anklicken, ob es ein Bug ist, ein Performance-Issue, also dass die Performance schlecht ist durch irgendwas. Oder einen Vorschlag kann man machen. Und dann kann man das direkt an die Entwickler schicken. Ist natürlich auch super benutzerfreundlich für uns. Und ich denke mal, dadurch werden dann auch viel mehr Bugs reported werden. Weil der Aufwand für uns Spieler dann einfach mega gering ist, das schnell zu machen. Außerdem haben wir auch noch richtig viele neue Gegenstände für das Spiel bekommen. Ich habe hier mal so eine kleine Auswahl platziert. Da werden wahrscheinlich einige fehlen. Also es sollen über 50 Stück sein. Aber ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, welche schon im Spiel waren und welche nicht. Aber bei dem, wo ich dachte, die sind neu, die habe ich jetzt einfach mal hier hingemacht. Da gibt es zum Beispiel auch neue Mülleimer. Sehen auch sehr cool aus. Die passen super zu unserem jetzigen Park. Das ist ja so ein Dschungelpark. Und die passen da echt gut in die Optik. Auch hier die Bänke im Hintergrund. Das hier so ein bisschen Vulkanoptik. Könnte auch richtig gut bei uns reinpassen in den aktuellen Park. Und auch diese Fackeln hier hinten sind cool. Da müsste man dann nur Feuer noch reinplatzieren und dann sehen die richtig nice aus. Tolle Objekte. Solche Schilder gibt es ja auch im Hintergrund. Auch einen riesigen Sauropoden. Und auch ganz viele weitere. Also diese weißen Schilder gibt es eigentlich fast von jedem Dinosaurier. Ich kann euch das mal eben zeigen. Ich wollte jetzt nicht alle platzieren. Aber ihr könnt ja sehen, also es ist wirklich richtig viel. Ja, das sind hier von hier bis da die ganzen neuen Schilder. Also ich glaube, ein paar gab es davon schon, aber
halt nicht so viele, wie es jetzt gibt. Das sind schon echt mega viele. Und es gibt auch noch andere Wanddeko. Die kann man auch, glaube ich, auch alle einfärben, diese Objekte. Ja. Da kann man dann wieder alles anpassen, wie man möchte. Das ist wirklich richtig gut. Und auch hier solche neuen Banner und irgendwelche Sachen für die Wände oder womit man zum Beispiel etwas spannen kann, so ein Laken als Sonnenschutz oder so. Kann man auch alles einfärben. Das ist schon so cool gemacht. Gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Größen. Das sind nicht alle. Also gibt es noch weitere. Das hier sind, glaube ich, auch neue Türen und Fenster. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, die schon mal gesehen zu haben. Aber kann natürlich sein, dass ich das einfach falsch in Erinnerung habe. Aber auch hier kann man wieder alles einfärben. Da kann man wirklich alles individualisieren. Sind aber vom Look auch echt schön. Ist auch so ein bisschen rustikaleres Holz. Und auch so ein paar Vasen und Körbe. Und dann gibt's auch noch solche coolen Hecken. Auch in den verschiedensten Formen und Figuren. Sind jetzt auch nicht alles, auch nur beispielhaft. Wir können da auch nochmal schnell in das Menü gehen. Dann kann ich euch die zeigen. Die sind, glaube ich, hier dabei. Nee, dann sind die hier dabei. Ah, hier sind die. Ja, hier könnt ihr die sehen. Oh, es gibt auch so einen schönen V. Oder was ist das? Ach nee, das ist ein Mikroraptor, glaube ich. Oder ein Archaeopteryx, eins von beiden. Aber auch sehr süß hier hinten mit den Blumen. Toll aus. Aber das ist jetzt nur so eine kleine Auswahl an Objekten, wo ich dachte, die sind neu. Es sollen auf jeden Fall über 50 Stück sein. Und ja, diese sehen auch wieder alle richtig klasse aus. Es wurde auch das Wettersystem nochmal geändert. Oder beziehungsweise es wird aktuell geändert. Deswegen gibt es momentan, glaube ich, diesen Tag-Nacht-Wechsel und so. Der sieht nicht ganz so schön aus, weil die halt momentan ein neues Wettersystem implementieren, was weniger Performance frisst. Weil da wird natürlich viel dran gearbeitet, dass die FPS besser werden und das Spiel besser läuft. Und da haben sich halt die Entwickler dazu entschieden, einfach ein neues System zu machen. Und da müssen wir uns halt jetzt noch ein bisschen gedulden, bis das vernünftig implementiert ist. Das war jetzt im Groben und Ganzen das neue Update für Prehistoric Kingdom. Ich finde, das ist wieder ein sehr, sehr gutes Update. Gerade diese unsichtbaren Barrieren gefallen mir sehr gut. Und auch die neuen Objekte. Ich habe übrigens auch nochmal eine Liste gefunden mit allen neuen Objekten. Also falls ihr das genauer wissen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Dort steht dann alles nochmal ganz genau aufgelistet. Und auch noch einige andere Kleinigkeiten, die geändert wurden. Die stehen da auch in dem Bericht drin. Also wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Infos wollt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Aber ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert und gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.